Wir haben heute wieder ein typisches Muster der Aktienmärkte gesehen, was das Resultat betrifft, nicht aber was die Entstehung betrifft, denn wir haben heute wieder die gewöhnliche Asienrampe gehabt, das heißt, es ging im asiatischen Handel nach oben, aber diesmal war es offenkundig eine andere Motivation, die dahinter steht. Normalerweise steigen die US-Futures zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr nochmal deutlich an, weil wahrscheinlich amerikanische Hedgefonds oder wer auch immer mit Algorithmen da einfach ein bisschen reinknüppelt, die Märkte nach oben zieht und dann passiert im Wall Street Handel, im Kassahandel der Wall Street passiert eigentlich nichts mehr. Das hat Liz Sonders einmal hier gezeigt. Hier sehen wir, dass 90% der Kursgewinne im zweiten Quartal auf diesen vorbörslichen Handel zurückzuführen sind. Und wenn man das beobachtet, dann sieht man, es ist immer eine bestimmte Uhrzeit. Ich habe das einmal als Asienrampe bezeichnet, hat sich teilweise inzwischen so als stehender Begriff ein bisschen etabliert. Wenn Sie hier mal gucken, diese Geschichte, das ist der Kassahandel in New York und das da oben, das ist praktisch das, was dann im vorbörslichen Handel passiert, meistens zu bestimmten Uhrzeiten. Diesmal ist es aber anders gewesen, denn diesmal gibt es eine ganz andere Motivation. Es sind nämlich die chinesischen Propagandamedien, die sagen, oh, ihr Lieben, kauft jetzt Aktien, denn diese Bullenmärkte, gesunde Bullenmärkte, die sind wichtig für die Wirtschaft. Ergo wollen die Chinesen wohl den Amerikanern es gleich tun, denn die Logik der Fed ist ja offenkundig. Wir halten die Aktienmärkte oben, das ist wichtig für die Stimmung, dann werden die Leute wieder mehr konsumieren und damit wird die Wirtschaft anspringen und von Amerika siegen lernen heißt Blase lernen. Dementsprechend haben dann die Chinesen gleichgezogen, haben in staatlichen Medien wie dem China Security Journal gesagt, ja, das ist offenkundig jetzt so, dass durch die tollen Reformen, die die chinesische Führung gemacht hat, dass es dann unbedingt ganz besser wird und man deswegen Aktien kaufen müsse. Nun sind die Chinesen natürlich nicht doof, also die Bevölkerung kann zwischen den Zeilen lesen, dass die Begründung egal ist, aber der Aufruf ist eindeutig. Dementsprechend hat man die ganze Geschichte nach oben gekauft und damit auch die Futures nach oben gekauft. Diesmal also wahrscheinlich Chinas Propaganda als Auslöser des Anstiegs. Nicht die Rampe von amerikanischen Hedgefonds, die im späten asiatischen Handel hier nochmal diese Kursbewegungen hervorrufen. Typisch ist aber, dass an der Wall Street dann mit Ausnahme des Nasdaq nicht mehr viel gekommen ist, dass die Rallye sich also nicht fortgesetzt hat, werden wir gleich mal sehen. Aber wir haben jetzt eine Situation, die so ein bisschen an 2015 erinnert. Damals hatten auch chinesische Medien zum Einstieg getrommelt. Wir müssen uns ja vorstellen, dass überwiegend Privatanleger an diesem chinesischen Aktienmarkt tätig sind, viel mehr als zum Beispiel in den USA oder auch in Europa. Dementsprechend ging das im Jahr 2015 ziemlich schief. Das war auch das Jahr, wo China dann den Yuan abgewertet hat. Da gab es richtige Turbulenzen auch im Westen. Also man geht ein gewisses Risiko ein seitens Pekings, wenn man jetzt hier diese Dinge so postuliert. Wir sehen ganz ähnliche Phänomene, by the way, in China jetzt wie in den USA. In den USA sind es ja die Privatleute, die bei Robinhood, diesem Fintech, jetzt Konten eröffnet haben oder bei E-Trade, bei Fidelity, bei TD Ameritrade, je nachdem, wo auch immer. Jedenfalls gibt es da Rekordanzahl von Kontoeröffnungen. In China ist das jetzt auch so. Hier werden rekordmäßig neue Konten eröffnet und wir haben heute zum Beispiel den Tag mit dem höchsten Umsatz im Aktienmarkt seit 2015 gesehen. Also wieder die Parallele hier seit 2000 oder zu 2015, als die ganze Geschichte nach oben ging, um dann stark abzuschmieren. Gleichwohl könnte es, wie dieser Chart hier zeigt, langfristig doch so sein, dass wir jetzt praktisch eine bessere Performance der chinesischen Aktienmärkte in Relation zu den US-Märkten sehen. Das könnte hier durchaus ein entscheidender Punkt sein, wo hier ein Ausbruch in Relation, das heißt nicht nominal, aber in Relation zum S&P 500 passiert seitens des Shanghai Composite, finde ich persönlich eine sehr interessante Statistik. Apropos S&P 500, wir sehen, dass diese Anstiege auf dem Rücken gewissermaßen von Umsatzerwartungen passieren, die jetzt im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr von einem Minus von 11,1% ausgehen, war nur einmal schlechter, nämlich im dritten Quartal 2009, da gab es einen Rückgang von 11,5% bei den Umsätzen, beim Revenue. Und bei dem Gewinnen pro Aktie dürfte es einen Rückgang von minus 43,8% sein. War nur schlimmer im vierten Quartal 2008 mit
minus 69,1%. Und was wir im ersten Quartal in den USA schon gesehen haben, bei S&P 500 Unternehmen, als die Gewinne pro Aktie um knapp 49% gefallen sind, dass es vor allem die Profitabilität ist, die hier massiv gesunken ist, denn es sind Rückgänge der Margen von minus 47%, die zu diesem Rückgang beigetragen haben. Der Umsatz ist gar nicht so stark gefallen, auch schon im ersten Quartal nur 1,7%. Aber die Margins sind deutlich zurückgegangen, nämlich über 47%. Und das zeigt, dass die Luft da richtig dünn wird, dass die Marge das eigentliche Problem ist in den USA. Und insgesamt sehen wir, sind die Gewinnerwartungen massiv nach unten genommen worden, stärker hier als in der Finanzkrise 2008, 2009, nämlich um 28,6% in diesem Halbjahr. Das ist schon ein richtiger Hammer. Hier sagt Sven Henrik zum Beispiel, naja, also da ist ja viel Hoffnung, viele Träume, viel Optimismus. Und es wäre doch mal eigentlich ein schöner Punkt, wenn die Aktienmärkte aufgrund von Gewinnen wirklich nach oben laufen würden. Das ist aber in den letzten Jahren nie passiert, denn seit dem Jahr 2015 sehen wir hier in diesem Chart auch, da ist mit einem Gewinnwachstum ist es nicht mehr weit her bei den US-Werten. Es ist in Deutschland übrigens ganz ähnlich. Da ist die Profitabilität in den letzten 8 Jahren sogar tendenziell rückläufig gewesen. Und wir sehen, dass hier in Relation zum S&P 500 wir eine massive Hosse der Nasdaq-Werte haben. Nicht der Nasdaq-Werte insgesamt, sondern nur einige weniger. Welcher werde ich gleich zeigen. Jedenfalls sehen wir jetzt die größte Outperformance des Nasdaq zur New York Stock Exchange, also praktisch zum komplett breiten Markt in den USA. Und wir haben heute ein neues Allzeithoch gemacht des Nasdaq in Relation zum S&P 500. Das gab es nicht mal in der Dotcom-Blase. Liegt unter anderem an Aktien wie Tesla, die heute über 1.300 Dollar gestiegen ist, oder Amazon, die heute erstmals über 3.000 Dollar gestiegen ist. Interessant dabei übrigens, dass die Gewinnerwartung bei Amazon im zweiten Quartal sich nicht verbessert hat, aber die Aktie gleichwohl hier stark nach oben geht. Heute hatten wir auch wieder gute Daten aus den USA. Oh, wir hatten den Einkaufsmanager-Index Dienstleistung ISM, der mit 57,1 zeigt, dass dieser Monat besser war als der Vormonat, was nicht so wahnsinnig viel heißt. Aber die Märkte sind zunächst mal massiv nach oben gelaufen. Dann aber haben sie sich ein bisschen erschreckt, weil man sich dachte wohl, ist vielleicht nicht so gut, wenn die Zahlen so gut ausfallen, weil dann irgendwann die Liquiditätsversorgung durch die Fed ein bisschen weniger werden könnte. Das ist sozusagen jetzt das mögliche Paradigma, dass wenn die Zahlen so gut sind, irgendwann die Fed sagt, naja, warum müssen wir dann da so reingrätschen geradezu. In der letzten Woche hat sich übrigens die Fed-Bilanz wieder leicht reduziert. Also wir haben derzeit keine Bilanzausweitung, sondern eine leichte Bilanzschrumpfung seitens der Fed. Daran kann es also nicht liegen. Interessant finde ich bei dieser Rallye, dass nach wie vor der VIX extrem hoch ist. Es gab noch nie eine Rallye dieser Natur und die Vola-Erwartung respektive das Absicherungsbedürfnis offenkundig, das in diesem VIX zum Ausdruck kommt, war so hoch wie derzeit. Aber schauen wir uns ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Und wir starten hier mal mit dem DAX, der bei 12.710 ist, hier diese wunderbare Asienrampe, und dann ging es über 12.800, dann war aber finito. Wir sehen, dass hier diese Rallye begann beim FTSE China A50, das sind praktisch die 50 größten Werte. Man könnte auch den Shanghai Composite nehmen oder den Shenzhen Index oder welchen auch immer, ist egal, sehen alle ähnlich aus. Und ähnlich sieht auch der Nasdaq, der hier diese China-Rampe hatte, also zunächst mal die Asien-Rampe, dann ging es seitwärts, dann kam die Wall Street-Rampe, dann die leichte Schwäche. Wir sehen ein ähnliches Bild, aber deutlich abgeschwächter hier Asien-Rampe für den Dow Jones. Aber dann war Schluss, dann gab es keine neue Asien-Rampe. Das gilt übrigens auch für den Russell 2000, der hier die Asien-Rampe hatte. Dann nochmal den Versuch der Wall Street-Rampe, aber dann doch abverkauft wurde, eine gewisse Schwäche hat. Also es ist nicht der breite amerikanische Markt, sondern es ist eben vor allem der Nasdaq, der hier deutlich anzieht. Schauen wir uns noch Gold an, in den Charts von Capital.com wieder gestiegen. 1782, höchster Stand seit 8 Jahren. Wir haben Crude Oil, das aktuell bei $40,46 handelt, und der Euro-Dollar abschließend bei 1,1309, wir waren schon bei knapp 1,1350, Dollarschwäche, also Risikobereitschaft heißt derzeit Dollarschwäche, Risikoaversion heißt Dollarstärke.
So lässt sich das Ganze übersetzen. Also, wir haben eine Asienrampe. Das Ergebnis war, wie schon so oft, 90% der Gewinne im zweiten Quartal beim S&P sind durch die Asienrampe entstanden, durch den vorbörslichen Handel, der teilweise ein bisschen bewusster gestaltet wird durch manche Herrschaften, wie ich den Verdacht habe. Diesmal war es staatliche Propaganda, die sozusagen aus China direkt die Märkte geflutet hat mit der Rhetorik. Dann ging es nach oben. Mal sehen, ob all das aufrecht zu erhalten ist. Nächste Woche beginnt die US-Berichtssaison mit den US-Banken, mit den Zahlen auch der großen Tech-Konzerne, die dann später reintröpfeln. Dann bin ich mal gespannt, wie der Abgleich zwischen Kursentwicklung und Gewinnentwicklung vollzogen werden kann. Wahrscheinlich sind dann die Gewinnerwartungen noch weiter abgesenkt, sodass man dann sogar die leicht abgesenkten Gewinnerwartungen minimal übertreffen kann. Und es gibt Jubelarien, die weitere Kursanstiege von 90% rechtfertigen. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.